David Purley war ein britischer Formel-1-Rennfahrer. Er nahm an 7 Grand Prix-Rennen teil, erreichte jedoch keine WM-Punkte. Nach Ableistung seines Wehrdienstes in einer Fallschirmjägereinheit in Aden begann Purley eine Karriere als Rennfahrer. Zunächst war er in der Formel 3 aktiv, wobei er in den Jahren 1970 bis 1972 dreimal im belgischen Chimaille erfolgreich war. Sein Renndebüt in der Formel 1 hatte er am 3. Juni 1973 beim Grand Prix von Monaco. Beim tödlichen Unfall seines Fahrerkollegen und Freundes Roger Williamson beim Grand Prix der Niederlande in Zandvoort am 29. Juli 1973 sah er das brennende Fahrzeugwrack und konnte nach eigenen Angaben durch die Flammen erkennen, wie sich Williamson zu befreien versuchte. Purley hielt daraufhin sofort an, um ihm zu helfen, während einige Streckenposten tatenlos zu sehen mussten, weil sie keine feuerfeste Kleidung trugen. Williamson konnte aber nicht mehr gerettet werden und verbrannte in seinem Wagen vor Millionen von Fernsehzuschauern. David Purley fand durch seinen Einsatz viel Anerkennung und erhielt für den Rettungsversuch die britische George Medal. Purleys Ausflug in die Formel 1 war zunächst recht kurzfristig, stattdessen engagierte er sich in der Folge vor allem in der Formel 2, wo er mit Chevrons und Marks für den Rennstall des Hongkonger Millionärs Bob Harper startete. Daneben startete er auch in der Formel 5000 und gewann hier 1976 die britische Meisterschaft. 1977 kehrte er in die Formel 1 zurück und fuhr mit einem LEC. Beim britischen Grand Prix in Silverstone verunglückte er schwer, überlebte diesen Unfall, erlitt allerdings etliche Knochenbrüche. Später fuhr er noch einige nicht zur Weltmeisterschaft zählende Formel 1-Rennen in Großbritannien. Die Grand Prix-Karriere war aber 1977 beendet. Am 2. Juli 1985 starb Purley bei einem Flugzeugunglück, als er mit einem Pitt Special Doppeldecker vor seiner Heimatstadt Bonnio Regis ins Meer stürzte.